Drittes Heimspiel in Folge für den SV Wacker Burghausen und das dürfte eine richtig harte Nummer werden vor den rund 800 Zuschauern für die Salzachstädter. Denn mit der DJK Filzing kommt ein Liga-Neuling, der seine ersten beiden Partien gewonnen hat. Wacker in Grau und Schwarz, aber mit Remis und Sieg auch stark gestartet. Das spricht also für einen interessanten Schlagabtausch. Und die Gäste zeigten sich von Beginn an mutig. Ohnehin offensiv aufgestellt, spielten sie munter mit und hatten durch den unter der Woche im Toto-Pokal siebenmal erfolgreichen Andreas Jünger einen ersten Abschluss, allerdings nicht sonderlich gefährlich. Wacker versuchte dagegen viel mit weiten Bällen zu operieren, das klappte aber nicht so wirklich, die erste Phase dieses Spiels also ziemlich enttäuschend. Aber nach knapp einer halben Stunde wurde es etwas besser. Zunächst kommt Felix Bachschmidt, einem kleinen Durcheinander zuvor im Filzinger Strafraum an die Kugel, setzt sie aber drüber. Im direkten Gegenzug macht Tobias Kordik den Ingemar Stenmark und lässt die Burghausener wie Slalomstangen stehen, doch bei Keeper Markus Schöller war Endstation. Jetzt also mehr Schwung drin und in der 35. Minute scheppert es dann auch erstmals Freistoß angetippt für Jünger und der schweißt das Ding in den linken Winkel. Der Lauf des 28-Jährigen, der neben seiner Toto-Pokal-Explosion zuletzt ja auch in der Liga gegen Heimstetten doppelt getroffen hatte, geht also weiter. Und der Filzinger Stürmer auch danach heiß wie Frittenfett, nur 3 Minuten später der nächste sehenswerte Abschluss, da fehlte nicht viel. Die Halbzeitführung der Oberpfälzer also vollauf in Ordnung. Burghausen kam aber mit deutlich mehr Esprit aus der Kabine. Knifflige Situation da in der 53. Minute. Schiri Andreas Hummel bewertete alles als korrekt. Filzing jetzt deutlich tiefer hinten drin. Der Hausherrn Druck nahm zu und in der 64. Minute wurde gejubelt. Johann Guno Diayo setzt seinen Versuch an den Pfosten. Andrea Bosniak staubt ab, aber die Fahne war oben. Abseits. Eine Minute später das gleiche Spielchen, wieder ein Abseitstor, diesmal von Bachschmidt. Aber man merkte schon, dass Wacker gefährlicher wurde. Die Gäste lauerten dagegen nur noch auf Konter und ein solcher hätte in der 72. Minute fast zum Erfolg geführt. Jünger scheiterte aber an Schöller. Auf der anderen Seite steckte Agile Diayo durch auf Bosniak, dessen Versuch aber deutlich zu hoch angesetzt. Alles in allem, die Oberbayern insgesamt einfach nicht druckvoll genug in der Schlussphase und so knallten die Gäste in der 87. Minute den Deckel drauf. Dicker Bock der Hausherren, Jünger bedient Jim Patrick Müller und der sagt Dankeschön, 0:2 und damit der dritte Sieg im dritten Spiel für den Neuling. Ja, zwei unterschiedliche Hälften. Erste Halbzeit sind wir absolut zu passiv, gibt es keine Chancen eigentlich für beide Mannschaften. Ja, ein Tor, Freistoß, gut geschossen. Zweite Halbzeit, wir wissen natürlich, die haben Qualität da vorne, aber zweite Halbzeit dominieren wir. Ja, kriegen keine Tore rein, also zwei Abseitstore, aber das reicht nicht, da bekommen wir eine unnötige Tor auf uns. Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, haben 1:0 geführt. Meiner Meinung nach hätten wir höher führen müssen, hätten wir noch das zweite, vielleicht sogar das dritte Tor schießen können. Dann haben wir gewusst, dass in der zweiten Halbzeit Burghausen stärker wird. Ja, haben wir eine Drangphase überstehen müssen, aber wir haben uns in jeden Ball geschmissen. Das eine oder andere Mal Glück gehabt, nichtsdestotrotz immer wieder Konterchancen gehabt und dann ja, das 2:0 gemacht. Und da sind wir natürlich überglücklich und ich glaube, auf 90 Minuten hat auch die bessere Mannschaft gewonnen. Wacker also nun mit dem kompletten Medaillensatz, Sieg, Remis und Niederlage in den ersten drei Heimspielen. Filzing dagegen unterstreicht immer mehr, dass sie gekommen sind, um zu bleiben.